Augendruckuntersuchung bei Axel N. Seit 10 Jahren ist der 59-jährige Dauerpatient in der Erlanger Augenklinik, lässt hier seinen grünen Star behandeln. Unabhängig davon wendet er sich im Januar vertrauensvoll an seine langjährige Ärztin, berichtet ihr von seinem Leiden mit Long-Covid. Geschmacksverlust, schusselig, kaputt. Ewig müd und vor allem, es findet niemand was. Ja, man geht zum Arzt und jo, alles ist ja in Ordnung, Blutwerte passen an sich. Ja. Bei den normalen Untersuchungen und wenn man keine guten Hausärzte oder Fachärzte hat, wird die Luft ganz schön dünn. Weil ich sehe es bei Kollegen bei uns auf der Arbeit, die haben nicht so viel Glück. Sein Glück liegt in den Händen von Bettina Hoberger. Seit dem 2. Lehrjahr forscht sie am grünen Star, kommt über mehrere Zufälle auf den Gedanken, ein Herzmedikament zu verabreichen. Wir haben dem Herrn ein Medikament gegeben, was spezielle Eiweißstoffe im Körper ausschaltet, unschädlich macht. Diese Eiweißstoffe wirken schlecht auf die Durchblutung und damit haben wir diesen Einflussfaktor rausgenommen. Die Durchblutung konnte sich kontinuierlich verbessern und damit auch alle Symptome, die damit einhergingen. Und das Besondere daran ist, dass es nicht nur diese Eiweißzellen abfängt und unschädlich macht, sondern dass es auch was am Produktionsort im Körper von diesen Eiweißstoffen blockiert, sodass auch die Nachförderung, die Nachproduktion ausbleibt. Ein Durchbruch. Innerhalb kürzester Zeit sinken Blut- und Augendruck. Danach geht alles ganz schnell. Nach 3 Tagen, wie ich dann entlassen worden bin, war es soweit, dass ich mich sehr gut gefühlt habe. Und über die Wochen hat man jede Woche gemerkt, wie es immer besser geworden ist, immer besser, immer besser. Und ja, nach 4 Wochen konnten wir sagen, wirklich topfit. Axel N. ist der erste Patient weltweit, der durch die Vergabe des Herzmedikaments von den Long-Covid-Symptomen geheilt werden konnte. Für Bettina Hoberger erst der Anfang. Der weitere Weg ist, dass wir jetzt das, was wir mit einem Herrn machen durften, auf eine größere Basis stellen, dafür eine klinische Studie planen, dass wir jetzt am Organisieren sind, auch noch die Finanzierung dafür klären müssen. Und wenn das steht, dann ja, können wir loslegen. Kostenpunkt für die klinische Studie 1 Million Euro. Wenn alles gut läuft, können in einem halben Jahr mehr Menschen genau so behandelt werden und sind dann hoffentlich ähnlich topfit wie Axel N. heute.